Servus, ich bin euer Heubi von den Franconian Vipers und wie ihr seht, schon auf der IWA mit dabei habe ich heute den Lauch und den Bauch. Und wir schauen uns mal an, was es heutzutage alles so im Airsoft-Bereich Neues gibt. Herzlichen Dank geht an dieser Stelle raus an Airsoft Tips und an GSG, mit dieser Hilfe wir hier sein dürfen. Und ja, viel Spaß auf der IWAT 2018. Wir haben nichts an! FV! Danke! Friede! Ja, hallo! Ich bin's, euer Heubi von den Franconian Vipers und kommt mal mit! GSG bringt heute oder diesmal verschiedene neue Ares-Modelle, danke Paddy, verschiedene neue Ares-Sniper-Modelle raus und die möchte ich euch kurz mal demonstrieren. Also wir haben hier das neue MSR RTTG, auch bekannt unter Zerlegewaffe, also da gehe ich aber später noch drauf ein, das mal zu den Details der Waffe. Also wir haben hier eine Länge von 750 mm bis knapp über 1 Meter, dann haben wir eine Vollmetallbauweise im Aluminium, in einer schönen Bronzeoptik wird es auch noch in Schwarz geben dann später. Die Energien liegen bei 1,66 Joule und da gehen wir gleich mal drauf ein auf die Energiewerte. Das System ist das aus der Striker bekannte Short-System, dass ich einen relativ kleinen Durchladeweg habe, um die Waffe dann dementsprechend fertig zu machen. Jetzt kriege ich es ja wieder nicht zu, jetzt genau. Sie ist auch komplett mit dem Striker kompatibel, das heißt Internals, Federn, ist das gleiche System wie auch bei der Striker. Dann klappen wir uns mal den Schaft ein. Ja, richtig, der ist einklappbar. So, genau. So, und jetzt fragt man sich natürlich, warum das Ganze auch noch das da hier. Jetzt fragen wir uns, warum das Ganze und klar. Achso, da ist es, genau. Zack, zack. Hängen wir es mal kurz hin. Ich zeige euch was, warum es so ist, wie es ist. Und zwar wird diese Waffe euch in diesen Koffer transportiert oder gebracht, wie auch immer. Ja, ganz genau in der Größe. Krickeln auf! David, komm mal bitte, helf mir. Geh mir mal zur Hand, du Schnuckele. Ah, oh, komm her. Komm her, das Schwein. So, ah. Das machen wir dann auch nochmal im Review, ne? Natürlich. Koffer-Review. Okay. So, und zwar wird die Waffe euch hier drin geliefert. Und zwar, ich kann die Waffe komplett zerlegen. Das heißt, Lauf, Griff, Hauptreceiver, Front-Rail-System, alles findet in dem Koffer Platz. Also ich habe hier zum Beispiel die Einbuchtungen für den Außenlauf, für das Rail-System, für die Mündungsbremse. Und ich sehe jetzt hier gerade noch das Magazin noch zu anzusprechen. Es ist ein 40-Schuss-Magazin. Dann gehen wir auf die zweite Seite des Köfferchens ein. Die haben wir hier. Da kommt dann das Hauptgehäuse rein, im zugeklappten Zustand natürlich und im abgeklappten Zustand. Und ja, und somit kann ich das schön transportieren und auf Achse gehen. Als weitere Waffe von Ares im Sniper-Bereich kommt jetzt neu das MSR-WR. Ist wegen so eine kastrierte M200, kommt mit zwei Beinen. Genau, kommt mit zwei Beinen, ist gut, ne? Dann haben wir hier ebenfalls 40 Schuss Magazin und einen relativ dünnen Außenlauf. Das ist geil, hä? Ja, das sehe ich schon. Auch hier, das ist aus der Striker bekannte System, auch wieder kompatibel zum Rest, heißt SIG-Federn und VSR-Gummis. Gummis, ich habe Gummis gesagt. Okay, alles klar. Dann haben wir den
Austischaft. Der Austischaft ist ebenfalls an der M200 ein bisschen angelehnt. Kann ich durch Einklappen noch in der Größe verstellen und somit auch kompakt für zahlreiche Kofferchen verwenden. Ich habe mir sagen lassen, sie wird so Mitte dieses Jahres auf den Markt kommen. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass wir sie mal zum Review kriegen können. Wir sind hier noch am GSG-Stand und zwar haben wir die neuen Pumpen entdeckt, sage ich jetzt mal. Sie orientieren sich ein bisschen an die Franchi-Serie mit den Dreilaufsystemen. Diese gibt es dann in zwei verschiedenen Farben und jeweils in drei verschiedenen Größen. Wir haben hier einmal die Short, dann hier unten so eine Art Kompaktversion und ganz unten die lange. Geladen wird das Ganze ebenfalls mit den 30-Schuss-Hülsen, auch von der Franchi-Serie, die auch da hiermit kompatibel sind. Könnt ihr also problemlos benutzen und ja. Wir machen weiter auf dem Stand von GSG und zwar haben wir jetzt neu die SIG MCX. Da ist erst vor ein paar Tagen in Deutschland eingetroffen. Hersteller wissen wir leider noch nicht. Aber auf jeden Fall, die Verarbeitung ist auf jeden Fall top. Also wir haben ja auch hier vorne ein Keymode Rail System, V2 Gearbox verbaut, einen relativ starken Motor und ein schönes Gestänge, natürlich dann schön einschieben lässt. Aber was ich jetzt schon mal sagen muss, ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand große Arme hat oder groß gebaut ist, ihr wisst, was ich meine, wahrscheinlich. Lass mal den Lauch an. Ja. Den Lauch? Okay, ja, warte. Okay, Lauch versus Bauch. Ja, du hast gewonnen. Okay, alles klar. Okay, technisch zu sagen, also wie gesagt, schon angesprochen, V2 Gearbox. Wir haben im Inneren auch ein MOSFET verbaut. Der Akku kommt hier vorne unterm Handgriff. Was allerdings schön gelöst ist, ist, dass der Akku halt wie gesagt schon vorne ist. Also ich kann hier auch mal eine Akkubox anbringen, um dieses ganze Gefriemel hier vorne dann zu umgehen. Ja. Wir dürfen gespannt sein, wann die kommt. Ich würde mir jetzt zum Beispiel schon fast eine vorbestellen, aber ich warte mal auf ein Review vom Airsoft Tips und da werden wir auf jeden Fall weitersehen.